Yo, AI, you got a minute? Oh, yeah, coach. Come talk to me. About to head out for warm-ups. Look, I just wanted to say the coaching staff really appreciates what you've been doing for the team lately. Oh, thanks. That's always nice to hear. Absolutely. So with that in mind, coach is looking to expand your role. All right, we want you to be one of the first guys off the bench. Oh, you mean like the sixth man? Sure. Something like that. Just know that you're an important part of the team, all right? All right. Thanks, coach. Absolutely. Und damit herzlich willkommen zum nächsten NBA 2K19 My Career Spiel. Wir sind hier im nächsten Spiel gegen die Charlotte Hornets. Ich habe jetzt mal ein paar Spiele übersprungen. Wir werden hier nicht alle Spiele zeigen, weil ich will hauptsächlich die Spiele zeigen, wo ein bisschen Story mit vorkommt. Ich denke mal, das passt für die meisten von euch. Haben auch einige in den Kommentaren geschrieben unter dem letzten Video. Deswegen werde ich jetzt hier immer mal ein paar Spiele machen. Und werde dann die Spiele, wo dann die Story ist, hier nochmal zeigen. Ich denke mal, das ist so am besten gelöst. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein ins Spiel. Das Spiel läuft, wir sind 13 zu 7 hinten. Die Hornets am Ball mit Kemba Walker, der sich hier gut durchsetzt und direkt mal die nächsten Punkte für die Hornets macht. 15 zu 7. Aber gut, das Spiel ist noch jung, haben noch jede Menge Zeit und wir haben noch 0 Punkte auf dem Konto, wollen natürlich direkt mal die ersten Punkte machen und da wird der Dreier hier direkt mal grün. Let's go, die ersten 3 Punkte sind da. 100% Dreierquote, immer wichtig. So, jetzt haben wir hier die Chance auf den Fast Break. Wir nehmen direkt den Wurf aus der Mitteldistanz und die nächsten 2 Punkte sind da. Gibt auch mal wieder ein paar Fans, die auch wichtig sind, um die Werbeverträge zu bekommen. So, da sind wir wieder auf dem rechten Flügel. Screen von Kevin Love. Spielt nochmal raus auf uns. Mitteldistanzwurf von außen. Und der passt auch. Sehr, sehr nice. 7 Punkte schon im ersten Viertel. Nicht so schlecht. Es läuft auf jeden Fall richtig gut bisher. So, die Hornets werden jetzt die Zeit runterspielen. Mal schauen, ob da noch Punkte rauskommen. Hoffentlich nicht, natürlich. Ah, ist kein guter Wurf. Und damit verteidigen wir diesen letzten Angriff, was sehr wichtig ist. Und gehen direkt mal ins nächste Viertel. So, da bieten wir uns mal wieder an, holen uns den Screen und haben einen freien Dreierwurf und der passt. Let's go. Wenn es grün wird, ist der Ball immer drin. Und es ist wichtig. Die nächsten Punkte, damit haben wir schon 10 Punkte und es ist gerade am Anfang des zweiten Viertels. Ah, da ist Kaminski frei draußen und macht die nächsten 3 Punkte für die Hornets. Damit sind wir mit 7 Punkten im Rückstand. Da muss mehr kommen. So, jetzt sind wir mal wieder hier. Wieder der Screen. Diesmal können wir nicht selber abschließen, aber wir spielen den Pass. Und das war Larry Nance Jr. mit dem Dunk und dem End-One. Sehr, sehr geil. Und ja, er an der Freiwurflinie heißt meist nichts Gutes. Er ist jetzt nicht unser sicherster Freiwerfer. Das machen sie gut. Und dann treffen sie auch direkt wieder die nächsten 3 Punkte für die Hornets. 27-19. Es wird wirklich schwierig hier das Spiel zu gewinnen. Tristan Thompson mit dem Hookshot. Let's go. Und die Assists für uns nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit auch. 2. Assist in dem Spiel schon. Und die nächsten für die Hornets, da ja, wurde der Spieler sträflich freigelassen. Also das sollte uns eigentlich nicht passieren in der Defense. Da müssen wir auf jeden Fall besser aufpassen. Und der nächste Dreierversuch klappt nicht. Nance Jr. holt sich den Rebound und auch er vergibt diese Möglichkeit. So, vielleicht jetzt nochmal die Chance, ein paar Punkte zu machen. Wir ziehen zum Korb. Und der Korbleger passt auf jeden Fall. Damit haben wir entfesselt freigeschaltet. Und für die, die nicht wissen, was entfesselt ist, wir drücken hier die R3-Taste. Und damit haben wir einen Boost für kurze Zeit auf alle Attribute. Also einen Attributsboost.
solange wir heiß gelaufen sind hier. Mal schauen, ob wir da was draus machen können. Erstmal schlechte Defense, schlechte Sachen, also schlechte Aktionen verringern unser Entfesselt auch wieder. Das heißt, wir werden weniger Zeit haben, dieses Entfesselt zu nutzen. So, vielleicht kriegen wir ja jetzt mal einen Wurf. 1,50 noch auf der Uhr. Wir spielen den Pass auf Tristan Thompson und der trifft nicht, aber im zweiten Versuch, zweite Chance, nutzt er. So, und damit ist unser Entfessel auch wieder abgelaufen. Wir nehmen trotzdem hier mal einen Wurf aus der Drehung und der passt. Let's go, der war kein einfacher Wurf. Deswegen kriegen wir auch ein paar Fans hier dazu, weil das war wirklich ein relativ schwieriger Distanzwurf. Jeremy Lamb zieht Richtung Korb, spielt raus auf Parker. Und da ist der Steal von Sexton. Let's go, wir haben die Chance auf den Fast Break. Fordern wir den Ball an und Korbleger. Leichte Punkte für uns und damit gibt es auch wieder ein paar Fans. Wir sind 7 von 10 aus dem Feld, 3 von 5 Dreiern. Auf jeden Fall eine ordentliche Wurfquote. Und damit gehen wir in die Halbzeit mit einem 1-Punkte-Rückstand. Ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft, wieder ranzukommen. Es wird wichtig sein, dass wir in der zweiten Halbzeit so weiterspielen und die Punkte machen, damit wir den Sieg holen können. Let's go. You have scored in bunches tonight and you're making it look easy and it isn't. How are you doing that? Well, you know, it only looks easy because my teammates making it look easy. You know, they've been doing some great work for me tonight, you know, setting me up with some terrific looks. So the points might be mine, but you know, I gotta give them all the credit. Group effort leads to good results so far. Kevin, back to you. So, drittes Viertel, 1,40 noch auf der Uhr. Wir holen uns gleich mal den nächsten Assist. Pass auf Kevin Love, dritter Assist im Spiel. 17 Punkte. Und ja, wir werden jetzt hier in diesen letzten beiden Vierteln nicht mehr so viel spielen, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben. Unsere Minuten sind natürlich aktuell noch begrenzt, obwohl wir jetzt sechster Mann geworden sind. Vor dem Spiel habt ihr ja gesehen, den kurzen Ausschnitt. Wir sind jetzt sechster Mann, natürlich dadurch, dass ich im Park schon ein bisschen aktiver und mein Rating schon ganz ordentlich verbessert habe, sind wir jetzt mittlerweile schon einer der besten Spieler von den Cavaliers und werden natürlich dann auch relativ schnell hier aufsteigen, was das Team-Ranking bei uns angeht. Also wir werden wahrscheinlich auch relativ schnell dann in die Starting 5 kommen. Gehe ich mal davon aus. So, jetzt Love mit dem Offensiv-Rebound. Nance Jr., wir holen uns den Ball, fordern den Screen an, nehmen den weiten Wurf von ganz weit draußen. Leider nicht. Ich muss versuchen, solche Würfe auch mal zu treffen für diese grenzenlose Reichweite-Plakette, die ja sehr, sehr wichtig sein kann. Und hier ziehen wir erstmal einen Foul, nachdem wir uns den Steal geholt haben. Aber meine Freiwurfskills sind noch nicht so besonders gut. Ihr seht es oben, 65er Wertung. Was Freiwürfe angeht, da müssen wir auf jeden Fall in nächster Zeit mal die Plakette freischalten. Also ich muss da wirklich versuchen, die Freiwurfplakette zu trainieren, damit wir da hier mal ein paar Dinger treffen. So, jetzt holen wir uns erstmal den nächsten Assist nach dem Pass auf Kevin Love. 4 Assists in dem Spiel, das ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Und wir sind im letzten Viertel, 4,40 noch auf der Uhr ungefähr. Und wir sind schon wieder ordentlich hinten, 9 Punkte Rückstand, also seitdem haben wir eigentlich nicht mehr wirklich was gescored vorne. Kemba Walker mit dem Dreier trifft nicht, Gott sei Dank. Love fast hier mit dem Turnover, aber wir bleiben am Ball. Kyle Korver in der Ecke. Hat da eigentlich die Möglichkeit, einen Wurf zu nehmen. Macht er aber nicht. Wir nehmen den Wurf wieder aus der Drehung. Das war ein richtig schwerer Wurf und es gibt uns auch ordentlich Fans, 1788 Fans allein für diesen Wurf. Und damit werden wir ausgewechselt und das Spiel ist zu Ende. Ja, wir verlieren leider mit 10 Punkten gegen die Charlotte Hornets, 73-63 das Endergebnis. Ja, hätte ein bisschen besser laufen können, aber ich bin trotzdem zufrieden mit unserer Leistung. Wichtig ist natürlich auch, dass wir mit dem Team Spiele gewinnen, aber ja, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, die Cleveland Cavaliers sind einfach nicht so ein starkes Team, von daher werden wir auf jeden Fall auch die ein oder andere Niederlage hinnehmen müssen. Und wir müssen erstmal schauen, dass wir Punkte machen und vielleicht in die Starting 5 kommen.
Das ist auf jeden Fall das nächste Ziel. Hey, Veronica, how you doing? You were cooking out there last night, killer. Oh, thank you, thank you. So, what's going on? I'm just, I'm bearing witness to the rise. Look, okay, you can mellow a little bit with the trademarks. It's okay. Look, I know you want to fit in, but you don't have to fall behind, okay? The vet's like a leader, and you have to get used to trademarks because both Foot Locker and Gatorade called to talk. About me? No, about your mom. Oh, you got jokes. Okay. Of course about you. They're noticing your story. They're noticing your game. People are starting to look at you, and I am telling you, America loves a comeback. Wow. So, I mean, who's first? You tell me. Where do you want to start? Great. I'll set it up for later this week. So, und damit ist es fix. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen mit Foot Locker. Sehr, sehr nice. Unser erster richtig großer Werbevertrag, kann man so sagen. Ich habe da ein bisschen was rausgehandelt. Hoffentlich was Gutes rausgehandelt. Wir wollen mal schauen. Ja, wir haben erstmal hier eine neue Nachricht von unserem Assistant Coach. Uns nochmal dazu gratuliert, dass wir jetzt sechster Mann sind. Sehr, sehr geil. Und ja, wir bedanken uns nochmal. Und ja, werden auf jeden Fall alles geben, um diese Rolle zu erfüllen. Ich denke mal, das war's für diese heutige Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt in die Kommentare, wie euch die neue Reihenfolge gefällt. Also ob ich wirklich es immer so machen soll, dass ich nur die Teile zeige, wo Story vorkommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten NBA-Video wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Jules. Haut rein.